Ah, hola, ¿cómo está, amigo? Tranquilo. Sí, tranquilo. Bien. Mucho contacto. Sí, ese bueno. Heute sind wir in Santo Domingo, im Supermarkt Ocho de Tembro von Daniel. Daniel hat seine eigenen Tiere, die er schlachtet und in seiner Schlachterei dann verkauft. Es werden Rind, Schaf, Schwein verarbeitet und auch Würste werden gemacht. Obwohl es einige Supermärkte in der Nähe gibt, kommen Leute aus dem 40 Kilometer weit entfernten Katuité, meist Restaurantbesitzer, und kaufen die gute Qualität bei Daniel. In Paraguay ist Weihnachten mitten im Hochsommer. Aber auch in Paraguay wird das vorweihnachtliche Gefühl zelebriert. Gute Kunden bekommen schon mal ein Geschenk. In Paraguay ticken die Uhren einfach etwas langsamer als in Deutschland. Man nimmt sich Zeit für die Kunden, macht mal ein Schwätzchen, freut sich, dass sie da sind, erzählt vom Alltag und dann gehen die Leute irgendwann mal was einkaufen. Was in Paraguay auch eine Selbstverständlichkeit ist, ist der Service am Kunden. Hier werden an der Kasse die Taschen gepackt und danach zum Auto gebracht. Während im Laden der Verkauf läuft und die Kunden betreut werden, geht es draußen auf dem Vorplatz hoch zu. Immer wieder kommen Lieferanten und bringen neue Waren, die dann in den Laden gebracht werden. Zum Angebot des Supermarktes gehört auch ein Baumarkt. Von Werkzeug über Kleinmaterial bis zu Baustoffen gibt es hier alles. Baustoffe werden selbstverständlich zum Kunden geliefert. Hinter dem Supermarkt betreibt Daniel noch drei Ferienwohnungen, die er vermietet. Gäste sind sehr herzlich willkommen. We'll be right back.
Supermarkt findet man zwischen Curuguaytí und Catuité auf der Route 10 zwischen Tres Corazones und dem Cruz Santo Domingo.